Herzlich willkommen zum Seelenzwiegespräch. Das Seelenzwiegespräch ist ein Coaching-Prozess, bei dem du mit Antworten aus deinem Unterbewusstsein bzw. aus deiner Seele arbeitest. Und es geht darum, mehr Klarheit auf Fragen zu finden, die dich vielleicht im Moment beschäftigen. Und die können entweder sehr aktuell sein oder auch viel größere Fragen wie: Was ist dein Seelenauftrag generell auf der Welt? Und das Seelenzwiegespräch funktioniert in mehreren Schritten, von denen einige der Schritte auch Schreiben aus dem Unterbewusstsein beinhalten. Und ich würde dir wirklich empfehlen, tatsächlich mit dem Stift auf einem Blatt Papier zu schreiben und dir die Antworten nicht nur im Kopf zu denken, da sich gezeigt hat, dass durch das Bewegen und durch eben das wirklich physische Schreiben nochmal ganz andere Gehirnregionen angesprochen werden und die Antworten aus dem Unterbewusstsein noch besser nach draußen fließen können. Und falls du merkst, dass du zu sehr im Kopf bist beim Schreiben und die Antworten, die kommen, vielleicht immer zuerst durchdenkst oder zensierst, dann lass den Kopf hier noch mehr los und lass einfach sich den Stift über das Papier bewegen, ohne nachzudenken, so dass du vielleicht am Ende selber erstaunt darüber bist, was der Stift für dich zu Papier bringt. Das heißt, wir können hier wirklich sagen, dass deine Seele durch den Stift zu dir sprechen wird. Deswegen, falls du noch nichts zum Schreiben da hast, halt die Aufnahme für einen Moment an und hol dir ein Blatt Papier und einen Stift und vielleicht auch eine Schreibunterlage und komm dann in eine Meditationssitzhaltung. Find eine aufrechte Sitzposition und schließ deine Augen. Für die nächsten Momente beobachte dann einfach nur deine Atemzüge und ihr natürliches Kommen und Gehen, ohne aber irgendwas in der Atmung verändern zu wollen. Komm über die Atmung vollständig in dir und im Hier und Jetzt an. Bring die Aufmerksamkeit von deiner Atmung weg und fang jetzt an, deine Gedanken zu beobachten, als wären die Gedanken einfach ein Film, der vor deinem inneren Auge an dir vorbeizieht und du bist einfach nur Beobachter oder unbeteiligter Zuschauer in diesem Gedankenkino. Nimm die nächsten Momente einfach nur die Gedanken wahr und beobachte sie, so wie sie kommen und gehen. Nimm dir dann den nächsten Gedanken, der aufkommt. Und stell dir jetzt die Frage, woher der Gedanke kommt oder warum der Gedanke kommt und welches Thema oder welches Bedürfnis hinter dem Gedanken liegt. Wenn du zum Beispiel darüber nachdenkst, wie du an eine vor dir liegende Herausforderung rangehen kannst, dann stellst du vielleicht fest bei der Frage, warum der Gedanke da ist
dass es dir wichtig ist, in der Herausforderung gut abzuschneiden. Und dann nimm den Gedanken und schau auch hier, was dahinter steckt. Warum ist es dir wichtig, in der Herausforderung gut abzuschneiden? Und die Antwort hierauf ist vielleicht, um Anerkennung zu kriegen. Und dann nimm dir den Gedanken und frag dich, was liegt hinter dem Gedanken oder was ist noch tiefer als der Gedanke, Anerkennung im Außen zu kriegen. Und so verfolg jeden einzelnen Gedankenstrang in den nächsten Momenten zurück zu seinem Ursprung. Und am Ursprung wirst du vielleicht verschiedene essentielle Bedürfnisse oder Themen oder auch Grundwerte erkennen, die dir in deinem Leben wichtig sind. Wenn du willst, visualisiere sogar, wie du körperlich eine Ebene tiefer sinkst. Mit jedem Schritt oder mit jeder Ebene, die du näher an die Quelle deiner Gedanken kommst. Mit jeder Antwort, die du für dich findest, stell dir vor, dass dein Körper in seiner Unterlage tiefer nach unten sinkt. Sobald du einen Gedankenstrang vollständig bis zu seinem Ursprung zurückverfolgt hast und feststellst, dass du das essentielle Thema dahinter entdeckt und für dich erkannt hast, und hinter dem Thema nichts weiteres mehr steckt, komm zurück wieder in das freie Gedankenkino und lass den nächsten Gedanken aufkommen und verfolg auch den nächsten Gedanken auf die gleiche Art und Weise wieder vollständig zurück zu seinem Ursprung. Halte in dem Prozess inne, deine Gedanken zu ihrer Quelle zurückzuverfolgen. Finde langsam wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne deine Augen und nimm dir dein Papier und deinen Stift und ohne nachzudenken, lass den Stift einfach auf dem Papier schreiben. Egal, ob das Themen sind, Erkenntnisse, die du gewonnen hast. Aber denk so wenig wie möglich drüber nach, zensier absolut gar nichts und lass den Stift sich einfach selbst ausdrücken. So dass über den Stift wirklich dein Unterbewusstsein auf dem Papier seine Antworten offenbart.
und versuche auch im Schreiben nie eine Pause zu machen oder anzuhalten, sondern einfach weiter zu schreiben. Und selbst wenn nichts mehr kommt, dann schreibe einfach, es kommt nichts mehr, ich habe keine Idee, was ich schreiben könnte, bis der Stift von allein wieder weiterschreibt und noch neue Informationen offenbart. Schreib ohne zu zensieren und ohne abzusetzen, einfach die gesamte Zeit durch. Und egal wo im Schreiben du gerade bist, beende das Schreiben und notiere für dich 3 Fragen, die im Moment von Bedeutung sind. Und die Fragen können so lebensumfassend oder so alltäglich sein, wie sie eben gerade aus dir rauskommen. Notiere einfach 3 Fragen für dich. Und wenn du die 3 Fragen aufgeschrieben hast, komm zurück in deinen Meditationssitz, leg den Stift und das Papier wieder weg und schließ wieder deine Augen. Nimm dich selbst in deiner Sitzposition vollkommen bewusst wahr. Und stell dir jetzt hier vor, dass deine Seele vor dir schwebt. Und nimm dir einfach einen Moment, um sie anzuschauen und zu schauen, wie sie sich da vor dir präsentiert, wie sie vor dir schwebt. Beobachte auch, ob sie vielleicht eine Farbe hat oder eine Form. Oder ob vielleicht sogar Farbe und Form permanent wechseln. Wenn du deine Seele, die vor dir schwebt, anschaust, kannst du eine bestimmte Textur oder eine Konsistenz erkennen. Oder ist da vielleicht ein Klang oder ein Ton, der von deiner Seele ausgeht? Gibt's einen Duft oder einen Geschmack, den du wahrnehmen kannst, wenn du hier deine Seele, die vor dir schwebt, beobachtest? Wie fühlt sich deine Seele an?
und wie würdest du sie energetisch beschreiben? Welche Qualitäten oder Eigenschaften hat sie? Nimm dir die nächsten Momente einfach nur, deine Seele vor dir zu visualisieren und für dich zu beschreiben und kennenzulernen. Und jetzt frag deine Seele nach ihrer größten Stärke. Und frag auch, wie sich diese größte Stärke deiner Seele im aktuellen Moment in deinem Leben am besten ausdrücken und zeigen will. Frag deine Seele, was sie einzigartig macht. Und wie und warum sie sich von allen anderen Seelen unterscheidet. In deinem Dialog mit der Seele fragt deine Seele auch, auf welche Art und Weise sie im Alltag mit dir kommuniziert. Durch Bilder, durch Töne, durch andere Menschen. So dass du hier jetzt gemeinsam mit deiner Seele einen Kommunikationsweg vereinbaren kannst. Vielleicht wollt ihr auch vereinbaren, wie häufig und wie regelmäßig ihr euch für so einen Dialog und für so ein Zwiegespräch treffen wollt. Und dann fragt deine Seele, wenn es nur eine Sache gäbe, die sie sich wünscht, dass du mehr verstehst oder mehr lebst, was wäre das? Und was empfiehlt sie dir zu tun oder sein zu lassen, um das umzusetzen? Was will deine Seele, dass du weißt? Was will sie, dass du tust? Und was will sie, dass du sein lässt? Und jetzt visualisiere, wie deine Seele zurückfließt in deinen Körper. Nimm wahr, wo in deinem Körper sie als erstes ankommt oder wo in deinem Körper deine Seele daheim ist. Wie kannst du ihre Präsenz in dir selbst spüren und wahrnehmen? Nimm dir einfach einen Moment, um in dieses Gefühl
und diese Erfahrung nach innen zu spüren. Wie ist das generelle Gefühl in deinem Körper oder auch in deinen Gefühlen, wenn du dich in deine eigene Seele nach innen sinken lässt? Wie fühlt sich der Atem hier an oder welche Qualität hat der Atem? Ist er eher flach oder tief? Angespannt oder entspannt? Und wie fühlt sich deine Energie oder dein Energiefeld an, wenn du dich hier in deine Seele sinken lässt? Und dann komm wieder zurück und öffne deine Augen, nimm dir wieder dein Schreibzeug und schreib einfach alle Gedanken und Gefühle auf, die im Moment da sind. Und auch hier wieder ohne nachzudenken, ohne zu zensieren, ohne anzuhalten. Und bitte hier deine Seele ganz bewusst auch darum, dir durch den Stift Antworten auf deine vorherigen drei Fragen zu geben.
egal wo im Schreiben du gerade bist. Finde in dem Schreibprozess wieder zurück zu einem Ende. Leg Papier und Stift nochmal zur Seite. Und komm wieder in eine entspannte Sitzposition und schließ deine Augen. Nimm in deiner sitzenden Position deinen physischen Körper nochmal vollständig wahr und spür in deinem physischen Selbst die Präsenz deiner Seele. Dehn die Präsenz deiner Seele mehr und mehr in den ganzen Körper aus und vielleicht auch über den Körper hinaus. Auch nochmal ein letztes Mal vollständig in dieses Gefühl des beseelten Seins ein. Speicher diese Erfahrung und Erinnerung, dieses Gefühl in dir ab. Und öffne dann langsam deine Augen und komm wieder vollständig zurück.